Ja, danke. Ich fange gleich mit dem Dank an, nämlich auch von meiner Seite her. Und auch jetzt sage ich das im Namen der Grünen Fraktion im Europaparlament, im Namen der österreichischen Grünen, des Grünen Parlamentsclubs. Auch allen Dank an die, die der Andreas schon erwähnt hat und alle anderen, die dazu beigetragen haben, dass Sie und wir heute hier sein konnten, auch alles hier nutzen konnten, auch die Räume hier. Schön, dass das Wetter schön war und wir draußen auch Mittagessen konnten. Ich bin sehr froh, dass das so gelungen ist. Aber lassen Sie mich noch ein paar Worte zu sagen, zu dem, nicht nur wie es weitergeht, sondern auch Ihre Frage mit dem Europa der Regionen. Ich habe mit Robert Menasse im Zuge dieser Veranstaltungen jetzt im Frühling auch ein paar Mal genau das diskutiert und er hat selber manchmal gerne, so ganz genau weiß er auch nicht, wie das jetzt funktionieren soll. Er geht ja davon aus, dass er sagt, der Staat als Nation ist vom Politikwissenschaftskonzept her ein Konzept, das auch einen Territorialanspruch hat und deswegen sind auch Nationen entstanden, auch Nationalismus und das hat eben geführt zu Ersten und Zweiten Weltkrieg, Katastrophen des 20. Jahrhunderts und deswegen bitte keine Vereinigten Staaten von Europa, keine Staaten mehr, sondern eben sein Vorschlag ist, die Regionen hier, dass sich Regionen frei zusammensetzen. Ich gestehe, ich finde zwar auch Kooperation zwischen Regionen sinnvoll und notwendig. Ja, die Initiative, die ganz stark von Oberösterreich ausgegangen ist, mit dem Rudi Anschober, der Uli Schwarz und anderen, dass nämlich gentechnikfreie Regionen sich zusammenschließen und Druck in der EU machen, damit Gentechnikfreiheit stärker wird. Das sind schon sinnvolle und gute Initiativen. Nur die Idee, dass Regionen, die sich dann zusammenschließen oder auch Einzelne, dass die nicht auch nationalistisch sein können, nämlich im Sinn von andere Volksgruppen, Ethnien oder so auszuschließen, was ja Nationalismus im negativen Sinne hat, das glaube ich nicht persönlich. Also da ist meine Skepsis gegenüber, dass das jetzt dann anders sein wird als das, was bisher Staaten waren. Aber Kooperation zwischen Regionen, um hier auch die direkte Vertretung und den Kontakt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den anderen Ebenen stärker zu machen, das macht schon einen Sinn. Ich würde gern noch, also genau, zu den Punkten, die jetzt heute hier erwähnt wurden und wo es Nachfragen gab. Die Geschichte mit dem Alter Summit in Athen, ich war selbst nicht dort, aber es waren einige Kollegen und Kolleginnen der grünen Fraktion im Europaparlament dort. Es sind auch, wie Sie auch gesagt haben, einzelne Themen, die auch Grüne sind, nicht alles und nicht alles in der Form, aber einiges davon spielt sehr wohl auch in unseren Debatten auf der europäischen Ebene einen Sinn und machen wir auch weiter damit. Andere Aspekte wie Internetfreiheit, diese Dinge, aber auch andere Themen, die gefallen sind, die Monika Warner erwähnt hat, wie Entwicklungspolitik, Handel, aber auch also Menschenrechte, Antidiskriminierung, Migration sind Sachen, die jetzt in dem Papier nicht drinnen sind. Es war sozusagen mein erster Ansatz, vor allem zu Strukturen, auch zu gerade Antworten auf die Krise. Das sind sicher alles Punkte, die in das Wahlprogramm der österreichischen Grünen, aber auch der europäischen Grünen Einfluss nehmen werden, also hineinkommen werden. Das ist ganz klar. Ich bin selber morgen schon in Brüssel bei den Vorbereitungen der Europäischen Grünen Partei für ein Manifest für die Europawahl. Also auch ich nehme das auch mit. Und das bin nicht nur ich, das sind auch andere, die hier sind. Also Sie werden diese Dinge auch oder ihr werdet diese Dinge auch in einem österreichischen Wahlprogramm auch für die Europawahl wiederfinden, aber auch in einem europäischen Wahlprogramm von den Grünen. Auch im Nationalratswahlprogramm, das gestern im erweiterten Bundesvorstand beschlossen wurde, ist ein starkes Europakapitel drinnen. Also ja, dafür, das ist schon auch klar. So, ja, wie geht's weiter? Wie gesagt, wir nehmen auch das, was jetzt auch von den Berichterstatterinnen berichtet wurde, das, was aus den Arbeitsgruppen kam, mit in die Vorbereitungen dann nach der Nationalratswahl, vor allem für das österreichische Europawahlprogramm, aber wie ich schon gesagt habe, auch für die europäische Ebene, was diesen Konvent betrifft. Vor 2 Jahren waren auch andere, sage ich mal, andere große europäische Parteien, wie die Sozialdemokraten, wie die Konservativen, waren ganz viele im Europaparlament dafür und haben gesagt, ja, das brauchen wir jetzt. Mittlerweile ist die Begeisterung dafür ziemlich abgesunken. Die einzigen, die das wirklich noch verteidigen, sind die Liberalen und wir. Wir haben eben in unserer Arbeitsgruppe bei der Demokratie eben auch gesagt, naja, ist das überhaupt noch zu schaffen? Ich bin der Überzeugung, wie auch irgendwie anderer jetzt gemeint hat, das Ziel haben wir weiterhin. Und ich glaube auch, dass es mit den Erfolgen, die von Seiten der Zivilgesellschaft in letzter Zeit da waren, auch noch möglich ist.
und dass wir uns dafür einsetzen werden. Wir machen als Europäische Grüne am 17. Oktober in Brüssel im Europaparlament, wir nennen das einen Präkonvent, wo wir mit Abgeordneten aus verschiedenen EU-Ländern und mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft unsere grünen Vorstellungen debattieren wollen, um auch Druck zu machen, auf die anderen Parteien hier mehr zu tun in diese Richtung, dass das auch Teil der Debatten bei der Europawahl und im Europawahlkampf wird. Also das ist der Schritt, den wir als nächstes setzen werden. Wir machen als Europäische Grüne, das jetzt auch nur zur Information, sehr auch etwas von Dezember bis Februar, wo es auch darum gehen wird, diese grünen europäischen Themen stärker noch vor der Europawahl zu thematisieren. Wir werden Vorwahlen machen für unsere beiden Spitzenkandidatinnen für die Europawahl. Sie wissen ja, wir haben keine europäischen Wahllisten, leider, die wurden nicht beschlossen, aber die europäischen Parteien werden Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten benennen. Wir haben beschlossen, wir machen das in einem offenen Prozess übers Internet, wo diejenigen, 5, 6, 7, die von unseren Parteien nominiert werden, sich dann auch der Wahl stellen, das heißt auch in den verschiedenen europäischen Ländern präsent sein werden und wo grüne Parteimitglieder, aber auch Leute, die sich registrieren und sagen, wir sympathisieren mit dem grünen europäischen Programm, dann mitstimmen werden können. Also das ist etwas, wo wir auch dann, genauer Zeitraum ist noch nicht klar, etwa Dezember bis Februar, auch wieder Europa zum Thema machen werden. Das sind also die nächsten Schritte, die hier geschehen werden. Und ich möchte schließen noch einmal mit einem Dank an Sie alle, auch an einem sonnigen, nicht mehr so heißen Sommertag hier mit uns diskutiert zu haben, auch an unsere Gäste aus dem Ausland, an Salvador, an Mary White und an noch einige andere, die von weiter, Jerzy Czaslawska, ja genau, und einige andere, die von außerhalb Österreichs zu uns gekommen sind, um das gemeinsam mit uns zu machen. Vielen Dank. Schließen möchte ich mit dem, was in unserem Arbeitskreis in Demokratie ein paar Mal gefallen ist, wo Leute gesagt haben, es braucht, und andere im Vormittag, es braucht sozusagen mutige Persönlichkeiten auch in der EU, Mut auch in der Politik. Und ich habe das selber gemerkt, oft mit diesem Konzept der Vereinigten Staaten von Europa, dass manche gesagt haben, na, ihr traut euch was. So nach dem Motto, sollen wir uns jetzt davor fürchten, so wie die Leonore berichtet hat, die einen sagen Hilfe, die anderen sagen wow. Ja? Wenn wir Grüne nicht, wie wir angefangen haben, uns Dinge getraut hätten, wo die meisten gefunden haben, dann nie im Leben geht das und nie im Leben wird das was, dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und wir haben doch in den Ländern, wo es Grüne gibt, einiges verbessert und verändert. Insofern denke ich, sind wir die Richtigen, die diesen Mut haben, um auch Dinge anzusprechen, um auch Visionen zu haben, ob wir sie jetzt Vereinigte Staaten von Europa nennen, das ich immer noch am besten finde, oder dieses ein neues Unser Europa 04 oder ähnliches. Darüber können wir weiterhin streiten, diskutieren, aber wir reden wenigstens drüber und wir machen das gemeinsam mit der Bevölkerung. Ich denke, dafür stehen wir und ich würde einfach sagen, seien wir realistisch, verlangen wir das Unmögliche. Ich wünsche allen noch einen schönen Nachmittag, Abend. Vielen Dank fürs Kommen und viel Spaß beim Bauen unseres Europas 04. Danke. Und dem Andreas Novi und der Leonore Gewessler danke ich jetzt auch noch als GBW und als Chef. Das habe ich vergessen. Pardon.